Freunde, da sind wir beim nächsten Booster. Zendikar Rising Collector Booster. Hammer. Ich habe das auch neben dem anderen Collector Booster gefunden und ich dachte mir, boah, das muss ich aufmachen, weil naja, kann ja ein Foil Carbon drin sein und so. Ach, es kann so viel Foiling drin sein, das ist so schön. Dann haben wir einen Caldrop Outrider, 4 Mana, 3-3. Das Foiling ist der Hammer. Oh, ein paar Printlines hat es. Kriegst du in die Kamera? Nee, krieg ich nicht rein. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt der +1/+1 für jede Karte in eurer Party. Ihr wisst schon, die Party-Mechanik, die nie in Dungeons & Dragons vorgekommen ist, leider. Inverus Rage, 2 Mana Instant, eine Kreatur kriegt +3/+2 bis meines Zuges Cryants. Das ist nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Das geht schlechter, sag ich mal. Dann haben wir Subtle Strike, 2 Mana, wir suchen uns eins oder beides aus. Die habe ich ganz oft gedraftet, die Karte. Eine Kreatur kriegt -1/+1 bis meines Zuges oder wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Das ist wirklich stark, gerade im Draft, wirklich der Wahnsinn. Und sollte man immer draften, man kann. Bubble Snare, das Artwork ist geil. 1 Mana, Kicker für 3, wir verzaubern eine Kreatur, die verzauberte Kreatur enttappt nicht. Wenn wir Kicker bezahlt haben, wird sie getappt, okay. Uff, es sieht cool aus. Es sieht wirklich cool aus. Dann haben wir Cliffhaven Kite Sail. Okay. 1 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir die an eine Kreatur, die wir möchten, ausrüsten. Die Kreatur hat Fliegen für 2 Mana zu equippen. Der ist auf jeden Fall besser als der Kite Sail von früher. Der Kite Sail früher hat nämlich dicht mit den Equippen gehabt. Ha, aber eine schöne Karte. Wirklich eine schöne Karte. Mind Carver, das sieht auch geil aus, das Artwork. 1 schwarzes Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur ausrüsten. Und die Kreatur kriegt +1/+0. Außer der Gegner hat 8 oder mehr Karten im Friedhof, dann kriegt sie +3/+1 für 3 Mana zum Equippen. Sehr coole Karte. Gomma, was? Wie viel Kamms? Ankamms? 5 Kamms? 5 Kamms und jetzt die zweite Ankam. Gomma, Fate, Venga, 2 Mana, 2/2. Wenn er angreift, können wir den Gegner eine Karte, die nicht weniger Stärke hat, nicht blocken lassen. Okay. Nicht so beeindruckend, ehrlich gesagt. Auch das Artwork ist nicht so krass, aber das Foiling ist ganz gut. Dann haben wir einen Sumpf. Ach, schön. Full Art Sümpfe. Inscription of Insight. 4 Mana Kicker für 4. Wir suchen uns eins aus, das eine ist gekickert, dann suchen wir uns eine beliebige Anzahl aus. Wir bringen zwei Kreaturen mit auf die Hand zurück. Scry 2, dann ziehen wir 2 Karten. Oder ein Spieler kriegt einen XX-blauen Illusionsspielstein, wobei X die Anzahl an Karten auf seiner Hand ist. Okay. Master of Winds. 4 Mana, 1/4 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, ziehen wir 2 Karten und werfen dann eine Karte ab. Und immer wenn eine Insel oder Sorcery gecastet wird, können wir den zum 4-1 werden lassen oder zum 1/4. Ist, glaube ich, eine der schlechtesten Rares des ganzen Sets. Prowling Felida, 4 Mana, 2/3, Wachsamkeit, Landfall, der kriegt eine +1/+1 Marke. Nicht schlecht. Dreadworm, 5 Mana, 5/4, mit Landfall kriegt der Unzerstörbarkeit. Nicht schlecht, gerade mit Fetchländern. Schön. Brief Rim Climb Pathway und der Grim Climb Pathway. Ach, schön, doppelt schwarz-weiß Land. Dann haben wir noch einen Skyclave Squid. 2 Mana 3/2 Defender mit Landfall, der verliert Defender. Oh, ein Foil ist ganz okay. Und Lotuskoban Foil. Ich kenne jemanden, der ist da gerade sehr neidisch drauf. 2 Mana 2/1 Landfall, wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir einen Mana. Das ist cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Engel Warrior fliegend und einen Plant. Okay. Soviel zu dem Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na, Black Seed. Ciao, ciao.